Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fishing Planet. Wir wollen heute noch auf den einzigartigen Flussbarsch gehen. Und die anderen haben wir ja alle soweit abgehakt. Ob es noch einzigartige Welsestöre, Steinbarsche und was hier alles noch rumschwimmt gibt, weiß ich nicht. Aber fürs Erste das hier schon mal erledigt. Wenn wir das hier jetzt hinbekommen. Wir haben auf jeden Fall einen wolkigen Tag, denn den benötigen wir für die Flussbarsche. Und 19 Uhr stimmt auch, denn die meisten von 19 bis 20 Uhr, bis 21 Uhr vielleicht auch, weiß ich nicht ganz genau. Ich habe die bis jetzt immer nur bis 20 Uhr gefangen. Ich hatte mal einen, der war kurz nach 20 Uhr, aber ich hatte den Köder vor 20 Uhr im Wasser. Also vielleicht Nachläufer, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich keinen deutlich nach 20 Uhr gefangen. Von daher, die eine Stunde kann ich zumindest bestätigen, dass man die da fängt. Und zur Location müssen wir hier zum Leuchtturm. Aber vorher gucken wir uns natürlich wieder das Equipment an, was wir dafür benutzen wollen. Einmal hier wieder aufklappen. Tora 92, Exterminator 5500. Immer noch dasselbe Gerät zum Spinnfischen, wie auch schon in den anderen Videos hier in Michigan. Und dann haben wir hier den Spinner in Rainbow. Der ist auch neu, denn den gibt es jetzt in verschiedenen Größen. Wo haben wir ihn? Hier haben wir einmal den ganz kleinen, den wir schon vorher hatten mit 4 Gramm. Dann hier den ganz großen mit 21 Gramm, 6,0. Und dann hier den mittleren, 14 Gramm, 3,0er Haken. Den werden wir benutzen. Und ich werde es mal mit Fluro versuchen. Das Problem bei Fluro ist, dass wir eventuell ein paar Forellen als Beifang erwischen. Ich habe den einzigartigen Barsch, den letzten, mit Geflochtener gefangen, das klappt auf jeden Fall auch. Und da kriegt ihr, ich will jetzt nicht sagen keine Forellen als Beifang, aber auf jeden Fall wenig. Ich habe, glaube ich, persönlich keine auf Geflochtene erwischt. Aber ausschließen möchte ich es trotzdem nicht. Also gucken wir einfach, wie das läuft. Ich werde jetzt einfach mit Fluro starten und wenn das zu viele Forellen sind, dann schalte ich um auf geflochtene Schnur. Aber erstmal sind wir hier wieder an unserem Leuchtturmspot und da sind wir wieder bei der altbekannten Boje, die wir schon kennen von den Schwarzbarschen. Also werfen wir da wieder an dieselbe Stelle und machen das alles genauso wie bei den Barschen auch. Und schauen mal, was da hängen bleibt. Die Flussbarsche gehen bis 1,5 Kilo, also nicht so groß. Deshalb könnt ihr da ruhig dünne Schnur und leichteres Gerät verwenden. Ich habe jetzt kein leichteres Gerät mit, beziehungsweise ich hätte vielleicht eine Baitcaster-Route mit. Aber der Einfachheit halber werde ich jetzt die hier benutzen. Und da haben wir schon den ersten Fisch hängen. Schauen wir mal, was da ans Licht kommt. Da ist was gesprungen, aber das war leider noch zu weit weg, um das zu erkennen. Na, erkenne ich nicht, ob es eine Forelle oder ein Barsch ist. Keine Ahnung, werden wir aber gleich sehen, wenn wir den gelandet haben. Ja, eine Forelle. Also da sehen wir schon die Fluoroschnur. Die geht uns jetzt hier schon gehörig auf dem Zeiger. Eine Bachforelle packen wir ein. Den bringt natürlich auch Geld und wir haben genug Platz im Kescher, also können wir alles einpacken. Und versuchen das Ganze nochmal. Das Blöde ist halt, dass dann der Köder nicht mehr im Wasser ist und wir keinen einzigartigen Flussbarsch fangen können. Aber ich werde jetzt hier bis halb mit der Fluoroschnur angeln und dann umswitchen, falls das dann nichts wird. Dann haben wir auch mal den Vergleich zwischen den beiden Schnüren, ob das wirklich so einen Unterschied macht, wie ich gerade behauptet habe. Aber erstmal hier schön mit Lift and Drop weiterarbeiten und da hängt der nächste Fisch. Fühlt sich auf jeden Fall auch erstmal zu schwer an für einen Barsch. Denn der macht wirklich keinen Terror. Aber ich lasse mich gern eines Besseren belehren. Das sieht nach einem Schwarzbarsch. Tatsächlich. Da ziehen wir hier noch glatt den Schwarzbarsch aus dem Wasser. 1 Kilo. Packen wir auch ein. Und versuchen es nochmal.
Immerhin fangen wir was. Das ist auch schon mal nicht so schlecht. Da sehen wir wenigstens ein paar Fische. Also Spinner auch durchaus Universalköder für alles. Ob man den Barsch gezielt mit was anderem besser befischen kann, weiß ich nicht. Vielleicht Elritzen oder so, die kleinen. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das klappt. Oh, da haben wir schon den nächsten Biss gehabt, aber den konnten wir nicht verwerten. Aber schauen wir mal, ob wir hier vielleicht noch einen Barsch aus dem Wasser ziehen können. Und zwar den richtigen. Nicht wieder den Schwarzbarsch. Er hat noch einen Biss, der nicht verwertbar ist. Für nächste Woche haben die auch... Was ist das? Achso, ich habe einen Hänger. Ich dachte schon. Für nächste Woche haben die auch die Scary Fishing Week angekündigt heute auf Facebook. Also da bin ich echt mal gespannt, was das wird. Natürlich irgendein Halloween-Zusammenhang. Tja, gucken wir mal, was wir da fangen können. Also ich sage jetzt nächste Woche, ich nehme mir nämlich jetzt hier am Sonntagabend auf. Ja, den kriegen wir nicht gehakt. Und das Video hier kommt erst am Dienstag. Also vielleicht ist der Patch bis dahin schon draußen und die Scary Fishing Week hat schon begonnen. Dazu werden dann natürlich auch Videos kommen. Also, schauen wir einfach mal, was das zu bedeuten hat. Ob es da eine Mission gibt, eine Quest wieder oder ein Turnier oder einfach der Alligatorhecht. Und vielleicht noch ein paar andere scary Fische, die hier eingefügt werden. Schauen wir mal. Wobei mit allzu viel Fischen würde ich jetzt vielleicht nicht rechnen. Denn das ist natürlich auch noch ein Aufwand, die zu designen und ins Spiel einzubinden. Auch wenn man vielleicht die KI von anderen Fischen übernehmen könnte. Aber weiß ich nicht, ob dann allzu viele neue Fische da für die Woche da rauskommen. Schauen wir mal, was mit dem Alligator passiert. Ob der dann nur für Halloween kommt oder für die Zeit danach auch noch bleibt. Aber das werden wir dann alles sehen, wenn es soweit ist. Jetzt wollen wir erstmal bei den kleinen Barschen mit den runden Bäuchen bleiben. Denn die haben ja an dem Model für Barsche schon gearbeitet, schon vor etwas längerer Zeit. Da hatten die Trophy-Barsche ein neues Design bekommen, dass sie nicht mehr wie die normalen Barsche aussehen und so einen dicken Bauch haben. Wie so ein richtiger Dickbarsch halt. Und das trifft natürlich für die Einzigartigen auch zu, aber der wollte nicht hängen bleiben. Also einfach mal weitermachen und gucken, dass es beim nächsten klappt. Der Spinner ist natürlich auch groß, also kann natürlich auch sein, dass hier noch die normal großen Barsche sich auf den Spinner stürzen und die dann nicht hängen bleiben. Aber die sind jetzt nicht so besonders, dass ich die unbedingt hier rausholen möchte. Also bleiben wir wie immer bei dem größeren Haken und leben mit den Fehlbissen einfach weiter, bis wir einen erwischen, den wir dann auch haben wollen. Ihr könnt den auch mit Lemon Spoon fangen, beziehungsweise mit Medium Spoon, der rote geht wahrscheinlich auch. Sogar angeblich mit dem 6-0er, aber da könnt ihr euch dann vorstellen, was das für eine Fehlbissquote wird. Und da habt ihr natürlich dann, ja, ich will nicht sagen, das ist ein Problem, aber die Zander als Beifang. Also vielleicht auch daran den einzigartigen. Vielleicht passiert es euch auch, dass ihr, während ihr auf dem einzigartigen Zander angelt, den Flussbarsch als Beifang bekommt. So rum ist das natürlich auch denkbar. Und gerade wenn ihr hier angelt, denn hier an der Stelle, an der Boje, gibt es auch eine Art einzigartige Zander. Nicht nur an dem Spot, wo ich das Video gemacht habe, zu Michigan. Auch hier an der Boje könnt ihr durchaus einzigartige Zander fangen zu denselben Zeiten. Deshalb klappt das ganz gut. Und ich mache jetzt hier den letzten Wurf mit Fluro, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal, was mit der Geflochtenen geht.
Aber Fluro stürzt sich gerade auch nichts drauf, beziehungsweise nichts, was hängen bleiben möchte. Ja, da war wieder was, aber ist wieder entkommen. Also machen wir einfach weiter und lassen uns davon nicht beirren. Aber jetzt wollen auch keine Forellen mehr, keine Schwarzbarsche, kein gar nichts. Alle lassen sie mich jetzt im Stich. Aber gleich kommt ja nochmal die Zone, wo dann hier die Steinpackung anfängt und dann die Bisse eventuell nochmal kommen könnten. Also einfach mal weitermachen und schauen, was da noch so geht. Da haben wir nochmal einen. Schauen wir mal, was da kommt. Das könnte schon ein Barsch sein. Und das sieht nach einem Flussbarsch aus. Ist ja einzigartig. Trophäengröße immerhin. Also da sehen wir auf jeden Fall schon das Reskin von dem. Ich könnte jetzt hier normal noch fangen, um euch das, den Unterschied zu zeigen. Aber wenn wir uns an die ersten Videos erinnern, wie die Barsche aussehen, dann finde ich den auf jeden Fall schon richtig schön für so einen dicken Barsch. Hässlich ist auf jeden Fall nicht. Hatte noch 500 Gramm zu wenig für den einzigartigen, aber immerhin schon mal den Zielfisch gefangen und eingepackt. Und dann wechsle ich mal kurz die Schnur auf die 023er, ist eigentlich egal. Aber da kann ich die Bremse wenigstens zumachen, ohne da irgendwas befürchten zu müssen. Und dann werfen wir da nochmal hin und schauen mal, was wir jetzt noch für Bisse bekommen, ob wir jetzt auch noch eine Forelle bekommen, wobei wir jetzt gerade natürlich auch keine mehr dran hatten. Aber einen hatten wir ja gefangen. Also gucken wir mal, wie sich das Ganze jetzt verhält, wenn wir mit der Geflochtenen hier an den Start gehen. Erstmal absinken lassen und dann schön bis zum Ufer angeln. Ich mach mal kurz auf Führung 3 wieder hoch. Oh, und da kam schon der Biss, der aber leider auch nicht zum Erfolg führte. Also immer noch das Problem, na gut, Führung 2 nehme ich auch in Kauf. Immer noch das Problem mit der Nachricht, die wir da oben bekommen. Und jetzt sogar noch ein Hänger. So, gelöst. Also ein Stein scheint auch irgendwo im Wasser zu liegen, an dem die Fische natürlich sich gerne verstecken und auch vorbeischwimmende Nahrung lauern. Deshalb ist das schon effektiv. Ihr müsst auch nicht genau zur Boje werfen. Ihr könnt auch... Oh, jetzt haben wir noch einen Fisch hier dran. Schauen wir mal, was wir da an Land ziehen. Bremse geht zumindest nicht los. Könnte auch ein Flussbarsch sein. Schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall ein Flussbarsch. Und das ist sogar der einzigartige Flussbarsch. Perfekt. 1,5 Kilo. Da haben wir ihn also landen können. Packen wir natürlich ein und gucken, wie viel Gold er bringt. Ich kann euch schon sagen, er wird um die 5 Gold bringen. Und tatsächlich 5 Gold stimmt. Also endlich mal wieder ein einzigartiger während der Aufnahme. Braucht nicht da irgendwie was hinten dran cutten. Hätte ich zwar was in der Hinterhand auch noch gehabt, aber so ist es mir natürlich umso lieber. Also was ich gerade sagen wollte, ihr müsst nicht ungefähr genau zu der Boje da werfen. Ihr könnt auch hier Richtung Boot werfen oder was weiß ich wohin. So die grobe Richtung, die müsst ihr halt machen. Viel weiter habe ich es nicht ausprobiert, ob ihr jetzt hier auch, was weiß ich, hier lang angeln könnt oder an der Steinpackung hier lang. Wäre vielleicht auch interessant. Das könnt ihr gerne mal alles versuchen. Hinter mir die Richtung ist auch noch so eine Kaimauer. Da stehen auch immer gerne Fische mit Sicherheit. Also da seid ihr durchaus frei in eurer Kreativität und könnt das gerne mal alles testen, mit verschiedensten Ködern abzufischen. Und dann könnt ihr mal gucken,
was da so geht. Ob da auch ein paar Fische stehen. Ich denke, Flussbarsche werden hier relativ weit verbreitet sein. Aber erstmal muss ich hier meine Führung hinbekommen. Na komm, geh weg. So, und dann holen wir uns die neue Führung ab. Immerhin 2 Punkte. Und ein Fehlbiss dazu. Aber den einzigartig haben wir in der Tasche. Von daher kann ich jetzt von mir aus alle mit dem Kopf gegen den Köder schwimmen und nicht hängen bleiben. Ist mir jetzt egal. Ja, da war noch ein Biss. Da haben wir kurz die Spannung gesehen, die konstant geblieben ist. Aber haken konnten wir den trotzdem nicht. Macht nichts. Noch 34 Meter Zeit, um eventuell einen neuen Fisch zu fangen. Aber wir sehen schon, das sind meistens jetzt kleinere Bisse, die kommen. Nicht mehr so wirklich große, starke Bisse. Also Forellen sind damit wahrscheinlich nicht zu fangen. Höchstens mal eine, die extrem dumm ist und dann halt da nicht wirklich was davon hält, ob da jetzt Fluoroschnur dran hängt oder geflochtene Schnur. Aber bis jetzt habe ich damit keine gefangen mit der geflochtenen, also gehe ich mal davon aus, dass das relativ selten passieren wird. So könnte dann schon so ein bisschen bei der Gezieltheit, die ihr an den Tag legen wollt, arbeiten. Muss nicht immer unbedingt ein anderer Köder sein. Einfach mal die andere Schnur draufpacken und dann fällt ein Großteil der Fische schon weg. Bei den Schwarzbarschen ist das nicht der Fall, weil die halt auch durchaus noch draufgehen, wenn man geflochtene Schnur dran hat. Aber was soll's? Damit müssen wir halt leben. Immerhin schon mal die Forellen ausgeschaltet. Und jetzt haben wir auch schon 19.59 Uhr, das heißt, vielleicht in dem Wurf noch ein. Ansonsten wird es wahrscheinlich nichts werden mehr. Ich kann noch ein bisschen nach 20 Uhr angeln. Ja, da hat noch mal einer gebissen, aber der wollte nicht. Und der nächste Hänger bahnt sich auch noch an. So, den haben wir wieder gelöst. Jetzt noch ein Fisch. Und dann bin ich auch zufrieden. Aber das sehen die Fische leider anders. Ich kann gleich auch mal versuchen, mit dem Crankbait hier von mir aus an der Uferkante lang zu fischen und gucken, ob wir da auch was erwischen können. Oder an der Kaimauer. Da habe ich noch gar nicht geangelt. Da bin ich selber mal gespannt, ob da was anbeißt. Ich habe jetzt natürlich nur den großen Crankbait mit. Gibt noch einen kleineren. Den habe ich nicht dabei. Ich muss gleich mal gucken, ob ich den hier vielleicht kaufen kann. Dann könnte ich das schnell tun. Ansonsten muss halt der Große erhalten. Dann sehen wir zumindest schon mal anhand der Fehlbisse, ob da Fische sind oder nicht. Aber hier kommt jetzt erstmal nichts mehr. Macht nichts. Wir haben ja den einzigartigen schon in der Tasche. Deshalb können wir jetzt hier noch ein paar Minuten rumspielen. Crankbaits haben wir da. Aber ich wollte da gucken, ob man die kaufen kann. Kann man auch. Aber ob man alle kaufen kann. 5050505050, das sieht nicht so aus. Zweite Seite leider auch nicht. Wobei es auch das Hechtdingen ist. Ich kann mal kurz auf Crankbaits an sich gehen, ob die dabei sind. Nein, auch nicht. Also es gibt noch so einen roten Crankbait, der ist kleiner, ich glaube 3-0 oder so. Mit dem hätten wir es vielleicht versuchen können. Macht nichts, nehmen wir einen anderen. Und zwar ist Elimine Moon, daraus bist du. Zack. Blau-Weiß. Für den Erfolg. Na, kommen wir hier jetzt nicht rum, oder was?
Na gut, komme ich dann wenigstens bis dahin? Ja, das tue ich. So. Da irgendwo so. Und ob das was wird. Ob das was wird mit dem Wurf. Schau mal, um die Ecke komme ich schon mal rum. Dann schauen wir mal, ob da auch Fische sind. Aber auf dem 500 Haken müssen wir schon was ziemlich Großes fangen. Hechte gibt es hier, glaube ich, nicht. Zander vielleicht, aber dafür angeln wir wahrscheinlich zu flach mit dem Crankbait. Ja, vielleicht so einen großen Schwarzbarsch oder so. Der könnte eventuell hängen bleiben. Aber sonst sehe ich da schwarz. Ich werde erstmal den Köder hier versuchen, im Mittelwasser zu halten. Und nicht ganz so weit auftreiben zu lassen. Aber das scheint erstmal nicht so von Erfolg gekrönt zu sein. Wir kommen schon immer weiter weg von der Mauer. Gleich fängt vielleicht nochmal hier die Steinpackung hier an. Schauen wir mal, ob da noch was geht. Aber da kommt nicht mal eine Nachricht, dass ein Fisch versucht anzubeißen. Von daher wird's wohl schlecht aussehen mit dem Fang an der Steinmauer. Wir können gleich mal kurz mit dem Spinner dahin werfen und mit dem gucken, ob da was geht. Ob da vielleicht kleinere Fische stehen. Mit dem Crankbait war das fürs erste nix. Natürlich ist ein Versuch nicht aussagekräftig. Aber viel mehr Zeit haben wir nicht, um das jetzt hier noch mit reinzubekommen. Also nochmal den Spinner dran und den dahin werfen. Schauen wir mal, also gerade hier in den Kanälen oder so, da sind immer so Spundwände. Und da stehen eigentlich Fische sehr gerne. Und man kann sogar dann von Ufer vertikal angeln ohne Boot. Per Dropshot an der Spundwand entlang laufen und ein bisschen zuppeln. Sehr erfolgreich auf Barsch. Aber leider kommen wir da nicht rüber, solange wir kein Boot haben. Also müssen wir es von hier machen. Und schauen, dass wir irgendwas dran bekommen. Aber auch der Spinner lässt mich im Stich. Sehr schade. Ich hätte gedacht, dass da vielleicht ein bisschen mehr Action ist. Muss ich nochmal außerhalb der Aufnahme ein bisschen weiter probieren. Denn eigentlich ist die Stelle schon ziemlich markant. Und das würde mich sehr wundern, wenn da keine Fische stehen. Vielleicht zu anderen Zeiten, vielleicht mit einem anderen Köder. Werde ich noch weiter testen müssen. Vielleicht die Steinbarsche. Ich weiß, dass die an dem anderen Spot sind, wo wir auch den Wels gefangen haben. Und den Stör und den Zander. Also auf dem komischen Floß da oder was das sein soll. Da gibt es auf jeden Fall Steinbarsche. Hier habe ich noch keinen im Chat gelesen, glaube ich. Und wenn, dann habe ich es verschlafen. Obwohl hier viel mehr Steine sind als da hinten. Aber man weiß natürlich nicht, wie es unter Wasser aussieht. Trotzdem denke ich schon, dass die eigentlich verbreitet sein sollten hier. Aber das werden wir dann noch auschecken im anderen Video. Das hier soll es aber erstmal für dieses Video gewesen sein. Den einzigartigen haben wir in der Tasche, also Ziel erfüllt. Fangbar ist er mit dem Spinner und ich habe mit der geflochtenen Schnur nichts anderes mehr gefangen außer Barsche, also könnte die Theorie stimmen, dass ich damit gezielt auf Barsche angeln kann. Probiert's aus und berichtet mir. Ansonsten, was morgen für ein Video kommt, weiß ich nicht. Es kommt halt drauf an, wie es mit der Scary Fishing Week weitergeht. Also entweder Steinbarsch vielleicht oder halt ein Video zu der Scary Fishing Week. Aber das ist noch so weit in der Zukunft, so weit voraus möchte ich jetzt nicht aufnehmen. Das ist mir jetzt eigentlich schon
bisschen zu viel, dass ich hier 3 Tage im Voraus bei einem Early Access Spiel aufnehme, wo man jederzeit mit dem Patch rechnen muss, besonders jetzt, wenn die es angekündigt haben, dass was passiert. Aber gut, ist jetzt so gewesen. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Je nachdem, was es dann ist, wird es vielleicht gruselig oder auch nicht. Wir werden es sehen. Bis dahin sage ich auf jeden Fall Petri heil und bis zum nächsten Mal.